Das ist mal ein bleibender Eindruck vom Sauerland. Junge Segelflieger aus ganz NRW haben den heute in Meschede genossen und wir dürfen das jetzt auch in der Lokalzeit am Samstag. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Ja, da bleiben wir doch direkt mal in Meschede. Beim Erlebnistag der Luftsportjugend aus Nordrhein-Westfalen, die durfte da nämlich mal Maschinen ausprobieren, die sie normalerweise nicht so fliegen. Von ganz oben nach ganz unten. Es ist ein schauriger Ort, der Stollen unter dem Jakobsberg in Porta Westfalica. Dort haben gegen Ende des Zweiten Weltkriegs rund 2000 KZ-Häftlinge für die deutsche Rüstungsindustrie geschuftet. Normalerweise kann man da heutzutage nicht einfach so rein. Die meiste Zeit ist der Stollen geschlossen, um Vandalismus zu verhindern. Aber jetzt gibt es Überlegungen, ihn zu einer dauerhaften Gedenkstätte zu machen. Und an ein paar ganz wenigen Terminen im Jahr gibt es auch schon Führungen, so wie heute. Ja, traurige Nachricht für viele Katholiken am Mittwoch, der Tod von Joachim Kardinal Meißner, langjähriger Erzbischof von Köln. Aber die Woche hatte auch ihre guten Momente. Die nach Nepal abgeschobene Schülerin Bifsi darf wahrscheinlich wieder zurück nach Deutschland. Und damit beginnt's, unsere Woche in 99 Sekunden. Ja, die Feuerwehr, aber die konnte hier heute auch nicht mehr helfen. Ed Sheeran-Fans hatten ein Riesenproblem, Karten zu bekommen für das Konzert auf dem Flughafen Essen-Mülheim. Im kommenden Jahr wohlgemerkt. Zum Verkaufsstart um 11 Uhr heute Morgen waren die Ticketserver im Internet schon komplett überlastet. Irgendwann lief es dann wieder. Also alles, was man brauchte, war Geduld und gute Nerven. Und alle, die jetzt hier dabei sind, die haben es geschafft. Und zwar haben sie das Open Source Festival in Düsseldorf gerade vor sich, auf der Galopprennbahn. Also da, wo normalerweise Pferde unterwegs sind, da wird heute ordentlich abgetanzt. Die Macher von diesem Festival, die betonen immer wieder, dass sie alles machen, nur nicht Mainstream. Und Desiree Rösch ist für uns heute da. Klingt nach einem speziellen Programm, Desiree. Um welche Musikrichtung geht es denn erstmal? Ja, das ist doch mal ein schöner Tipp. Vielen Dank, Desiree Rösch vom Open Source Festival, gleich um die Ecke hier in Düsseldorf. Und wenn man das sieht, fragt man sich, warum wir überhaupt in Urlaub fahren, wenn uns NRW auch mit seinen tollen Badeseen zu Füßen liegt. Wenn Sie Ihre Ferien noch nicht komplett verplant haben, dann würden wir Sie gern mal mitnehmen ans Wasser im Westen. Genau, wenn Sie als Familie Lust haben, mit uns einen Badesee zu testen, einfach eine Mail schreiben an lokalzeit@wdr.de. Wir freuen uns und wir sind gespannt. So, und wir testen jetzt aber erstmal Kuchen, beziehungsweise eine Kollegin vom Radio macht das für uns. Heike Knispel wünscht uns normalerweise auf WDR 4 einen guten Morgen. Heute übernimmt sie den Job als Preisrichterin in unserem Backduell. Und weil es draußen gerade so richtig sommerlich abgeht, haben wir auch was Passendes dazu. Obstsalattorte gegen Blaubeer-Vanilletörtchen. Klingt für mich nach einem Unentschieden. Aber wer weiß. Und wir schauen auf das, was in Nordrhein-Westfalen heute so los war. An der alten Lennetalbrücke an der A45 hat es heute mal ordentlich gerumst. Zwei Brückenpfeiler mussten weg, der Sprengmeister kam. Bananenkuchen mit Wurst kommt in den Picknickkorb. Und wir gucken uns jetzt noch an, ob das Wochenendwetter das alles noch toppen kann. Also, wir müssen auf jeden Fall festhalten, den Tag morgen, den sollten wir draußen nutzen. Ab dann wird's eher fies. Aber das war's erstmal von uns, von der Lokalzeit am Samstag. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Machen Sie's gut. Ciao.